Vor einigen Tagen haben wir bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Moto Guzzi V100 Mandello bekommen. Ein Crossover-Bike aus dem Hause Moto Guzzi. Und in diesem Video schauen wir uns einmal die genauen Spezifikationen an, die wir durch die EICMA jetzt erhalten haben. Also viel Spaß dabei. In diesem Video werde ich mit euch einmal alle Spezifikationen durchgehen und euch alles erzählen, was ihr über die neue Moto Guzzi V100 Mandello wissen müsst, wie zum Beispiel der adaptiven Aerodynamik oder dem optional semi-aktiven Fahrwerk. Kommen wir mal zu den Versionen. Die V100 wird es in zwei Versionen geben. Die Standardversion und die Jubiläumsversion in der matt-grün-silbernen Farbvariante. Sie verfügt zusätzlich über einen Alcantara-Sitzbankbezug, einen Quickshifter, das bekannte Moto Guzzi MIA-System und ein semi-aktives Öhlins-Fahrwerk. Schauen wir uns jetzt nochmal den ganz neu entwickelten Flüssigkeits-V90-Grad-Motor an. Also der V100 Mandello wurde ein neuer flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-90-Grad-Compact-Block-Motor eingebaut. Man geht also langsam in die Moderne und nimmt Abschied vom luftgekühlten V-Motor. Bei dem um 90 Grad nach außen gedrehten Zylindern ragen die Auspuffe nun seitlich aus den Zylindern heraus, während die Ansaug- und Einspritzleistungen im V der Zylinder liegen. Das ermöglicht dem Fahrer auch etwas mehr Platz an den Knien. Der Hubraum des Twins beträgt 1042 Kubik. Zur Steuerung der je vier Ventile dienen zwei kettengetriebene oben liegende Nockenwellen im Zusammenspiel mit Schlepphebeln. Dazu gesellt sich auch eine Nasskupplung mit hydraulischen Hebeln für eine leichtgängige Kupplung. Der neu entwickelte Motor wurde von vornherein leicht und klein konzipiert. Er ist sogar 103 mm schmaler als der Smallblock-Motor aus der V85 mit seinen gerade mal 853 Kubik. Jetzt schauen wir uns mal die Leistung an, was euch sicherlich am meisten interessiert. Der neue Zweizylinder bietet 115 PS und hat ein maximales Drehmoment von 105 Newtonmetern. Das Besondere daran ist, dass 90% des maximalen Drehmoments bereits ab 3500 Touren anliegen. Allerdings beginnt der Drehzahlbegrenzer schon bei 9500 Touren. Schauen wir uns mal den Antrieb und die Kraftübertragung an. Die Kraftübertragung erfolgt neben den schon angesprochenen Ölbadkupplungen mit einem 6-Gang-Getriebe sowie einer Kardanwelle, die designtechnisch schön integriert in der linksseitig verlaufenden Einarmschwinge arbeitet. Meiner Meinung nach die Schokoladenseite des Modells allerdings die andere Seite, denn da seht ihr diese wunderschöne Felge an der Einarmschwinge und ich finde, die sieht wirklich super designt aus und macht richtig was her. Die 100-Jahre-Version bietet verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten mehr, also ist quasi die Top-Variante und zum Beispiel bietet das Motorrad ein semi-aktives Öhlins-Fahrwerk. Bei diesem passt sich die Dämpfung automatisch an die Fahrbedingungen an, was dafür sorgt, dass du jederzeit ein exzellent eingestelltes Fahrwerk hast. Beim Dämpfer kannst du dazu mit einem einstellbaren Handrad die hydraulische Vorspannung des Federbeins auf die unterschiedlichen Gegebenheiten oder Beladungen deines Fahrzeugs anpassen. Schauen wir uns mal die Bremsen und Reifen an, die quasi bei der Moto Guzzi V100 verbaut sind, beziehungsweise wie sie in der Erstauslieferung daherkommt. Verzögert wird die V100 mit radialen Vierkolben-Brembos sowie Brembos radialem Hauptbremszylinder. Ausgeliefert wird Guzzis Crossover-Bike mit den griffigen Pirelli Diablo Rosso 4-Reifen. Eigentlich laut Pirelli ein Supersportreifen, hier muss man also noch abwarten, wie sich die Kombination aus Grip und Tourentauglichkeit verhält. Kommen wir jetzt mal zum Design und Komfort und der Sitzposition der Moto Guzzi V100. Die Sitzposition ist mit dem breiten und recht hohen Lenker in Kombination mit der komfortabel ausschauenden Sitzbank tourenfreundlich und bequem gehalten. Einer entspannten Fahrposition sollte hier also nichts im Wege stehen. Zusätzlich war es Moto Guzzi wichtig, darauf zu achten, dass man mit dem Motorrad gut auch zu zweit auf Tour gehen kann. So ist auch der Sozius-Sitz für einen Sporttourer durchaus geräumig. Zusätzlich gibt es ein elektronisch verstellbares Windschild. Hier kannst du via dem Taster an der linken Lenkerarmatur das Windschild elektronisch in der Höhe verstellen. Sehr guter Punkt. Gibt es eigentlich meiner Meinung nach mehr bei höherwertigen Motorrädern oder richtigen Tourenmotorrädern. Hier in einem Crossover-Sportbike sieht man so oft nicht. Kommen wir nun zu meinem neuen Lieblingsfeature der V100, welches gleichzeitig auch noch eine Weltneuheit in der Motorradbranche ist. Es gibt nun die Möglichkeit, zwei Flaps zu verstellen und diese Flaps in der Seitenverkleidung ausfahren zu lassen, welche für einen höheren aerodynamischen Komfort sorgen sollen, könnt ihr das Ganze am Lenker einstellen. Laut Moto Guzzi sollen diese kleinen Flaps in der höchsten Position den Luftdruck auf dem Fahrer um 22% reduzieren. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn es um 22% reduziert und so angenehmer ist, warum sind diese Flaps nicht immer offen oder hat man direkt Flaps gebaut, die fest sind? Ich glaube, oft ist es so, dass man natürlich auch ein gewisses Naked-Bike-Feeling haben will oder die Luft haben will, wenn es zu warm ist. Das heißt, so kann man das Ganze also variabel steuern. Eigentlich eine gute Sache, finde ich. Und hat natürlich ein technisches Feature, sieht gut aus. Unter den Flaps sitzt ein 17,5-Liter-Tank, welcher bei einem vermutlich recht moderaten Verbrauch ausreichen sollte.
Es wird zudem noch originale Moto Guzzi Koffer geben, die ähnlich wie bei der V85 TT keinen eigenen Halter benötigen, sondern am Motorrad befestigt werden können. Mehr ist über das Zubehör noch nicht groß bekannt. Sobald wir was wissen, werden wir natürlich auch nochmal einen kleinen Beitrag darüber machen, was so das Top-Zubehör ist. Und ihr findet alles bei uns dann in der Kategorie. Schauen wir uns mal das Cockpit und das TFT-Display an, sowie die Fahrmodi, die die Moto Guzzi V100 mitbringt. Insgesamt könnt ihr bei der V100 vier Fahrmodi auswählen. Diese Fahrmodi gliedern sich in Travel, Sport, Regen, Road. Serienmäßig gibt es dazu noch eine Geschwindigkeitsregelung. Bei der Top-Version gibt es den Quickshifter sowie das Moto Guzzi Mia noch als Sahnehäubchen on top. Das Mia greift auf eine Multimedia-Plattform zurück, die dein Smartphone mit der Bordelektronik der V100 koppelt. Nach Kopplung deines Smartphones via Bluetooth mit der Maschine stellt die Moto Guzzi Mia die Möglichkeit der Spracheingabe zum Managen ein- und ausgehender Anrufe sowie die Playlist deines Smartphones bereit. Ebenfalls kannst du die Navigation deines Smartphones direkt ins Cockpit übertragen. Du wählst dafür dein Ziel und lässt die Route berechnen. Diese wird über Piktogramme im TFT-Display deines Cockpits der V100 angezeigt. Im nächsten Step schauen wir uns mal das Licht an, welches die V100 mitbringt. Neben dem Kurven-ABS bietet die V100 nämlich auch ein Kurven-LED-Licht, welches durch zwei zusätzliche Leuchten die Innenseite deiner Kurve ausleuchtet. Komplettiert wird der Scheinwerfer mit einem Tagfahrlicht im Design des Moto Guzzi Atlas. Das Ganze kennen wir ja schon von der V85 und die neue V7 hat es auch schon drin. Kommen wir mal zum Preis. Aktuell gibt es noch keine offiziellen Preisangaben. Orientiert man sich aber an der V85 TT und bedenkt die Ausstattung der V100, so wird man, denke ich mal, in der normalen Variante zwischen 12.000 und 13.000 Euro. Wer die Special-Lackierung will, der 100-Jahre-Edition, dazu den Quickshifter, Mia, Öhlins, da wird man ziemlich sicher so um die 16.000 Euro rechnen müssen. Genaue Preise haben wir, wie gesagt, noch nicht. Ich bin gespannt, wo das Motorrad rauskommen wird. So, jetzt seid ihr dran. Wie gefällt euch die neue Moto Guzzi V100? Ich finde es ein gelungenes Crossover-Bike, eigenständige Linien, hat was zwischen Modern und Retro, greift viele Formen alter Moto Guzzi-Modelle auf, neuer moderner Motor. Man scheint sich also jetzt ja von dem luftgekühlten Motor zu verabschieden und geht jetzt neue Wege mit dem flüssigkeitsgekühlten V-Motor. Ja, sagt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Motorrad haltet, ob ihr es euch kaufen würdet, wie ihr es findet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lasst uns gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Macht's gut. Ciao, ciao.